Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies 82 und ich bekam ein ganz geiles Paket von dem guten Cinemanuel aus Liebe zum Film und ich bin total aufgeregt, nervös, gespannt, denn das sind nämlich richtig geile Teile drin und ich mache jetzt einfach mal auf, ne? Und ich ich bin wirklich sprachlos, denn durch einen ganz zufälligen Zufall haben wir uns ja auf der DVD-Börse unterhalten über die ganzen schönen Sachen, wo wir jetzt so aus Asien rüberkommen. Und ja, hat ihm der gesagt, ja, er bekommt das und das bekommt er auch im Frontklick und er weiß, ob es behält. Und ich, was? Du weißt jetzt nicht, ob du es behältst? Denk an mich. Und siehe da, er hat an mich gedacht. Und irgendwie, ich bekomme dieses Paket jetzt nicht mehr wahnsinnig. Ja, oh, da läuft hier das raus. Oh, Gummibärchen. Ich danke dir, mein Freund. Lächeln, du kannst nicht jeden tönen. Ja. Definitiv. ich bin ganz nervös jetzt. Ich packe jetzt einfach mal aus, denn was da drin ist, wird viel wahrscheinlich umhauen. Und es sind aber zwei Sachen drin und zwei verschiedene. Und ich tue das mal kurz ein bisschen verstecken noch, denn ich möchte euch nicht mal gespannt machen. Dann lege ich die mal auf Seite. So, liebe Filmfreunde, und jetzt, mit was fangen wir denn an? Mit dem Oberaffengeilen oder mit dem richtig Oberaffengeilen? Also eigentlich ist alles beide Oberaffentitten geil. Aber ich kann, glaube ich, nicht anders als... Ihr wollt es unbedingt sehen, oder? Ja, ich will es auch unbedingt sehen. Oh Gott, das ist geil. Und zwar, es geht um... diese schönen Teile... von Nova Media, einmal das und einmal das. Und das hier ist das One-Click und der liebe Cinemanuel hat eben das schönste Fussel für sich behalten auf und alles andere nehme ich unbedingt. Und das sind sie eben. Ich zeige mal ein kurzes Bild von dem anderen. Zumindest ich mache hier einen kleinen Link zu der Edition vom Cinemanuel, wo er mich behalten hat. Absolut geiles Teil. Also das Covermotiv, absolut geil. Und hier eben jetzt das Full Slip Nummer 1 oder Nummer 2. Hier mit Millennium Falcon vorne drauf, der ringsrum geht und hinten drauf eben der TIE Fighter zu sehen ist. Hier an der Seite eben dann schon das Steelbook und ihr seht schon ein Lenticular Spine. Was ist ein Lenticular Spine? Absolut geil. Und hier noch das Lenticular Steelbook von diesem schönen Film noch. Also ebenfalls von Star Wars, das Erwachen der Macht. Und und noch weitere Sachen, wo wir hier noch haben. Ein Slip ist noch mit dabei und noch so ein kleines Teil zum für das den Spine. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit diesem schönen Steelbook von Lenticular. Und da machen wir mal auf. Hin drauf ist hier... Nova Media, eben ein Aufkleber. Die Nummer 385 ist das, also auch eher die Nummer 385. Das hat auch hingewiesen, ja, es kann doch sein, dass noch mehrere Videos von ihm kommen, von dieser Nummer kommen. Und das sind sie auch. Ist limitiert auf 800 Stück und das ist limitiert auf 600 Stück. Und absolut geniale Teile, wirklich war hammergeil. Und wir machen jetzt einfach mal eins auf. Also wir machen beide auf, wohlgemerkt, ne? Das ist völlig klar. Und dass die Teile werden schon so hoch gehandelt, völlig verrückt, wirklich völlig verrückt, mal wieder. Natürlich die Aufkleber werden alle abgemacht. Und dann haben wir hier einmal das Lenticular-Bild
wo hin und her geht. Also es ist jetzt nicht so ein großer Effekt, wie ich finde, aber es ist einfach richtig cool, genial. Ist auch komplett Hochglanz. Hier der TIE Fighter ist auch rausgestanzt, sehr cool. Hier man die Inhaltsangaben von dem Film, oder zumindest von der Disc. Und hier nochmal die Limitierung zum Nova Media 385. Und dann tun wir mal das Lenticular rausmachen. Und da haben wir leider dann das gleiche Steelbook, wie auch schon in Deutschland gibt. Nämlich das hier ohne diesem, mit dem hässlichen Spine, ohne Aufdruck, ohne alles. Und dafür gibt es ja dann noch eben dieses Spine-Lenticular-Teil. Das schaut so aus. Und jetzt seht ihr schon, die Lichtschilder werden blau und rot. Und dann kann man einfach das dann hier vorne drauf machen. Und dann haben wir ein Spine mit Lenticular und mit Schriftzug. Ist denn das nicht Oberaffentittengeil? Also ich finde es einfach nur genial. Hier das Lichtschild eben, wo rot und blau färbt. Einfach nur geil. Ja, okay, wir machen mal auf. Und natürlich haben wir hier noch viel mehr. Und zwar einmal hier ein Booklet. Da schauen wir gleich mal rein. Und noch ein paar Postkarten und auch noch ein paar schöne weitere Sachen. Da machen wir auch mal auf. Und zwar, ich mache erstmal das raus. Hier diese schönen Karten. Einmal hier mit Kylo Ren und mit den neuen Sturmtruppen. Und dann haben wir einmal dann Finn und Rey mit BB-8. Dann einmal der Flug durch einen Supersternenzerstörer-Wrack. Und hier Prinzessin Leia und Han Solo. Und hinten drauf schauen die ganzen Karten dann so aus. Mit BB-8 vorne hinten drauf in Schwarz-Weiß. Auf jeden Fall sehr cool. Fühlt sich an wie Hüttenpapier, ist aber glaube ich keins. Dann haben wir hier noch ein paar Postkarten. Postkarten, und zwar Charakterkarten. Und da haben wir einmal hier den BB-8. Hinten drauf schaut das Ganze so aus. Dann haben wir hier Kylo Ren mit dem zürrenden Lichtschwert. Dann haben wir hier Finn. Und dann haben wir noch die Rey. Und auch richtig schöne Karten, sehr glänzend gehalten. Absolut gigantisch. Und dann haben wir hier noch dann die Discs. Einmal hier die Bonus-Disc. Dann die 2D-Disc. Und einmal noch die DVD-Version mit den schönen Schriftzeichen. Und der Innendruck haben wir natürlich auch gleich, wie auch schon beim Deutschen, mit dem Millennium Falcon und den TIE Fighter. Trotzdem sehr cool. Und eben nochmal das Steelbook von außen. Ist ja kein Glanzeffekt, aber wie gesagt, das Lenticular, wo hier mit dabei ist, dieses Spine ist absolut geil. Ja, okay, jetzt haben wir das ganze kleine Zeug schon mal fertig. Und jetzt gehen wir mal ins Eingemachte und gucken uns mal das hier mal an. Und dazu werde ich mal die Kamera umstellen. Bis gleich. Ja, und haben hier das kleine Booklet dazu. Hier eben Star Wars The Force Awakens. Und ihr seht schon einen kleinen Glanzeffekt auf diesem Booklet. Und dann blenden wir hier mal durch. Hier ein paar schöne Bilder von der Rey. Und natürlich auch der Absturz von dem TIE Fighter. Es lässt sich sehr schwer blättern, da es sehr eng ist und sehr fest ist. Hier eben der Kampf zwischen Rey und Kylo Ren. Hier ein paar asiatische Schriftzeichen. Und noch mehr und ein Bild von der Brücke und von Kylo Ren. Und hier der JJ und die Catelyn. Und hier noch weitere Bilder. Sehr geil. Sehr geil. Auch absolut geile Bilder. Und hier eben BB-8. Nochmal BB-8.
Und hier eben der Finn. Auch ein cooles Bild. Und hier R2-D2 und C3PO. Chewie, wir sind zu Hause. Und noch ein Abschlussbild. Hier eben nochmal dann der Supersternzerstörer, wo abgestürzt ist, das Wrack. Und hinten drauf eben dann noch die Wüste. Und absolut cooles Teil. Und jetzt gehen wir gleich wieder zurück zum Hauptschirm. Los geht's! Ja, was soll ich sagen? Absolut cooles Teil, wirklich hammergeil. Und ich bin so froh, dass ich das von bekommen habe vom lieben Cinemanuel. Echt cooles Teil, wirklich absolut cooles Teil. Und ja, ich denke mal, das langt fürs erste Mal und das andere mache ich als separates Video, denn es ist einfach viel zu viel, was man hier vorstellen müsste. Und von daher schauen wir uns erstmal das Nova Media in Lendikolan hier an. Und beim nächsten Video gibt es das Fullslip noch. Und dann wünsche ich noch viel Spaß bei meinen weiteren Videos. Und ihr seht schon, ich bin total überglücklich, dieses Teil bekommen zu haben. Nochmal vielen herzlichsten Dank, lieber Cinemanuel, für das absolut geile Teil. Und jetzt kommt ja noch mehr viele geile Teile hier. Oh Gottes Willen, ich bin für am Durchdrehen. Danke. Bis denn, tschüss.